Willkommen bei Ghost TV, liebe Leute. Ja, heute haben wir ein Thema aus der Community. Ich hatte euch ja dazu aufgerufen, wenn ihr mal Fragen habt, uns eure Geschichten mitteilen wollt, dass ihr mich per Mail kontaktiert. Wir haben jetzt mal den ersten Fall, beziehungsweise der zweite. Den ersten Fall hatten wir im letzten Video mal kurz angerissen. Da wollen wir aber auch nicht weiter drauf eingehen. Heute geht es mal um ein ganz anderes Thema. Und der Peter hat mir eine Mail geschickt. Hier haben wir das gute Stück und ich werde es euch mal vorlesen und dann ist eure Meinung gefragt. Ja, also, wir legen mal los. Hallo, bitte nenn mich Peter, ist mein zweiter Vorname. Ich schieße seit 1972 und bin aktuell in 3 BSSB-Vereinen, davon einer passiv. Beim BDS und einer Reservistenkameradschaft Mitglied sowie seit 1979 Widerlader. Aktiv schieße ich Kleinkaliber und Großkaliber Sportpistole, KK Long Range, Ordonnanzgewehr sowie ZF-Gewehr und gelegentlich Trapp und Skeet. Ich wohne zwischen Aschaffenburg und Miltenberg. Im 15 bis 25 Kilometer Umkreis gibt es folgende Schützenvereine, die alle hauptsächlich im DSB beziehungsweise BSSB organisiert sind. Sulzbach am Main, Eisenfeld, Eisenbach, Möhlingen, Klingenberg, Wörth, Trennfurt, Miltenberg, Weilbach, Eichenbühl und Amorbach. Einige Vereine haben Untergruppen im BDS oder der DSU, wobei dann aber weit zum Training oder zum Wettkampf gefahren werden muss. Zum Beispiel nach Philippsburg. Fast alle Vereine haben die gleichen Probleme, kein Geld, wenig Nachwuchs, zu wenig aktive Schützen und viele, aber nicht alle, veralterte, sogar fast maroden Schützenhäuser bzw. Stände. Das ist eine Situation, die finden wir sehr oft mittlerweile. Hier bei uns im Ruhrgebiet ist es Gott sei Dank etwas anders, aber in den ländlicheren Gegenden oder in den kleineren Regionen, da haben wir das häufiger, gerade unten im bayerischen Bundesland, da ist das nicht ganz so selten. Mein Vorschlag wäre folgender. Warum schließen sich nicht die Vereine zusammen und bieten in einigen Schützenhäusern die modernen, attraktiven Disziplinen an, die die Menschen heute begeistern und Spaß machen? Aktuell kann ich überall Luftpistole, Luftgewehr, Kleinkaliber, Großkaliber, statisch und oft Bogen, selten Blasrohr schießen. Also statische Disziplinen, die heute fast kein mehr hinter dem Ofen hervorlocken. Das Problem haben wir in unserem kompletten Sport, in unserem kompletten Hobby, dass wenig Stände tatsächlich oder Vereine in der Lage sind, die volle Palette abzudecken. Das sieht man also wirklich extrem selten. Mehr Distanz oder Fallscheibe hat niemand. Vom IPSC ganz zu schweigen. Aus meiner Sicht muss A, nicht jedes Dorf seinen eigenen Traditionsverein haben und B, kommen eh alle mit dem Auto gefahren, das heißt, sie können auch ins nächste oder übernächste Dorf fahren, um ihre Disziplin zu schießen. Würden sich nun die Vereine zusammentun und einige Stände zum Beispiel auf Fallscheibe umrüsten oder mehr distanzfähig machen, könnten im 25 Kilometer Umkreis neue und attraktive Disziplinen angeboten werden. Dazu müssten die Schützenvereine jedoch öfter die Möglichkeit zum Schießen bieten, nicht nur ein bis zweimal pro Woche, und eine einen Standbelegungsplan mit Vorbuchung wäre notwendig. So können die Schützen zum Beispiel seine DSB-Disziplin im Schützenhaus A schießen und am nächsten Tag im Schützenhaus B dann BDS-Fallscheibe-Disziplin. Die alten und maroden Schützenvereine gehören geschlossen und die attraktiven und in besserem Zustand befindlichen gemeinschaftlichen sollten unterstützt werden. Wenn die Schützenhäuser bewirtschaftet wären, was schon jetzt oft der Fall ist, wäre ein Schießbetrieb an 7 Tagen in der Woche problemlos möglich, ein geschlossener Stand vorausgesetzt. Jedoch ist dieser Gedanke für die vielen Vereinsmeier zu revolutionär, da immer nur der eigene Verein zählt und Jahr für Jahr vergreist
oder wegstirbt. Gruß Peter. Ja, da ist also jede Menge gefordert worden. Die Idee, ich persönlich finde sie nicht schlecht, aber es ist natürlich mit extremen Kosten verursacht. Zum einen geht es natürlich darum, auch der kleinste Verein möchte sich nicht unbedingt einem anderen Verein angliedern, sodass man jetzt aus 10, 12 kleinen Vereinen im Umkreis von vielleicht 60 Kilometern schwerlich einen machen kann, weil da zu viel Verwaltungskram zum einen dranhängt und natürlich auch die Kostenfrage geklärt werden muss. Das ist also nicht meiner Meinung nach nicht ganz so einfach. Dasselbe gilt für die Stände. Ein Stand mal eben mehr distanzfähig machen, ist heutzutage extrem teuer. Ja, das ist einfach so. Da reden wir auch nicht über 1.000 oder 5.000 Euro. Ja, da geht's also um ein Vielfaches mehr. Und wenn ich jetzt verschiedene Schützenhäuser habe, Schießstände habe, dann wird das Ganze natürlich nicht billiger. Aber prinzipiell, was das Grundproblem angeht, hat er recht. Aber viel wichtiger, eure Meinung zu dem Thema ist jetzt gefragt. Wenn ihr Bock habt, schreibt in unsere Kommentare, was ihr zu dem Vorschlag von Peter meint. Sollten kleine Vereine zusammengeschlossen werden oder sich eben zusammenschließen? Macht das Sinn, ja oder nein? Ich würde mich freuen über eure Kommentare und mal schauen, ob wir Peter etwas weiterhelfen können und ob wir da eine kleine Diskussion zustande bringen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.